Ja, willkommen zur ersten Übung zu EDV1 Excel. Ich befinde mich hier am Terminal Server der FH auf dem E-Laufwerk zu EDV1. Hier ist der Pfad und ich wechsle jetzt hier in den Ordner 03 Excel. Dann zur ersten Lektion Arithmetik, arithmetische Datenoperation und öffne jetzt hier die zwei Dokumente, zumal das PDF-Dokument, wo ich quasi die Lösungsergebnisse sehe und dann hier meine Excel-Vorlage. Einfach Doppelklick jeweils auf die Datei. Und wechsle jetzt hier in die erste Übung. Ja, Sie sehen hier die verschiedenen Registerkarten. Das sind quasi Tabellenblätter, wenn man so will. Excel ist ja ein Tabellenkalkulationsprogramm. Und ich wechsle jetzt hier auf die Übung 01 und finde jetzt hier die Vorlage zur ersten Übung. Ich werde jetzt noch das PDF-Dokument öffnen, wechsle wieder in den Explorer, dann hier auf das PDF-Dokument, also oder Acrobat. Hier sehen Sie die Beschreibung dazu. Das wäre jetzt hier sehen Sie mal die Applikation dazu. Das ist quasi Microsoft Excel. Das wäre jetzt hier Acrobat Adobe Dokument bzw. PDF-Dokument. Doppelklick. Und es öffnet sich hier im Reader. Das ist sogar Acrobat Pro. Ich weiß gar nicht, was ist das hier eigentlich? Der Reader ist das. Hier das PDF-Dokument. Das kann ich zumachen und gehe zurück in mein Excel. Ja, wenn Sie mit zwei Bildschirmen arbeiten, das ist zum Beispiel an der FH der Fall im EDV-Raum, dann können Sie jetzt das PDF-Dokument auf den einen Bildschirm legen und auf dem Hauptbildschirm mit der Excel-Datei weiterarbeiten. Das geht jetzt hier in dem Video nicht und auch nicht am Terminal-Server der FH, zumindest nicht, dass ich wüsste. Werde jetzt also folgenden Trick machen. Ich möchte mir jetzt die Lösung hier einblenden in mein Excel-Dokument. Dazu gehe ich folgendermaßen vor. Ich schiebe mir mal hier das Kästchen ein bisschen rüber. Und auch hier diese Information einfach draufklicken und dann mit der Maus, da scheint ja so ein Verschiebemaus, dann kann ich das Ganze mit gedrückten linken Maustaste hier so rüberziehen, mache quasi Platz, dann klicke ich hier rein und gehe dann auf Einfügen und hier Screenshot, also Registerkarte einfügen, Screenshot und sage hier Bildschirmausschnitt. Möchte ich quasi einen Bildschirmausschnitt einfügen und ich muss natürlich sicherstellen, dass die Applikation, die ich vorher offen hatte, mein PDF war, ja, mein PDF-Dokument, ist bei mir der Fall. Und jetzt kann ich mir jetzt hier so einen Screenshot über die relevanten Bereiche ziehen. Ich fange mal einfach nur an, ja, mache einfach hier alles. Ist ja im Prinzip das ist hier relevant, das hier und das. So. Die Qualität ist eigentlich egal, ja, weil ich ja das nur temporär brauche und dann wieder rauslöschen werde. Es genügt also, wenn die Qualität ausreichend ist, damit ich das hier nachlesen kann. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, immer schön zu kontrollieren, was soll rauskommen und was ich hier mache, soll dann genau dem hier entsprechen, meiner Vorlage. Ja, das ist der ganze Trick an der ganzen Sache. Man kann, wenn man will, das noch ein bisschen kleiner machen, damit das halt ungefähr genauso groß ist wie das hier drüben. Ja, aber wie gesagt, eigentlich ist das völlig egal, weil das ja im Prinzip nur ein Bild ist und das ist halt der Trick, wenn ich nur mit einem Monitor arbeiten muss. Okay, so viel dazu. Ja, um was soll es hier gehen? Wie gesagt, ich hatte ja schon im vorangegangenen Video gesagt, dass hier das nicht das Thema, wir fangen nicht bei 0 an. Ja, 0 würde quasi so aussehen, wenn ich jetzt hier keine Vorlage hätte und Sie würden, dann sehe das so aus, hätten Sie quasi wirklich ein komplett leeres Tabellenarbeitsblatt und dann müssen Sie ja anfangen, erstmal die ganzen Daten einzugeben, das zu formatieren und so weiter. Wie man sowas macht, ist Inhalt der Lektion L0. Das ist allerdings nicht prüfungsrelevant. Hier in der Übung 01 ist das Ihnen schon abgenommen, das ist schon da. Das heißt, Sie müssen hier nur die roten Kästchen, also die Verarbeitung und Ausgabe, das ist im Prinzip das, was hier wirklich gemacht wird. Sie haben quasi Daten schon gegeben, also hier die Dateneingabe ist quasi das Graue, ist entsprechend schon abgeschlossen und Sie müssen hauptsächlich nur noch die Verarbeitung und Ausgabe machen, also hier das Rote, beziehungsweise noch ein paar kleine Formatierungsgeschichten. Kommen allerdings noch dazu, die jetzt hier neu sind. Ja, also Seitenlayout, die Eingabe von Metadaten, Drucken, Tabellen anlegen, Tabellen formatieren und so weiter, ist schon erledigt. Das ist das hier. Und wir fangen hier quasi an mit Einheiten, Gültigkeit, Arbeitsblatt schützen etc. Ich kann das hier mal kurz auch mal durchstreichen, bloß jetzt hier zu Demonstrationszwecken. Sag mal hier durchgestrichen. Also diesen Teil. Der ist schon quasi mit der Vorlage erledigt und hier wird sich quasi nur noch auf das konzentriert. So, ja, wo fangen wir am besten an? Fangen wir vielleicht an mit der Einheitenformatierung. Ja, ich möchte jetzt hier noch Einheiten anzeigen. Das sieht man hier, das ist quasi die Originaldaten, wenn man sie eingibt. Und ich möchte allerdings, dass das so aussieht, dass meine Eingabefelder entsprechend auch mit Einheiten ja, angezeigt werden. Ich zoome mich mal hier ein bisschen ran mit der Steuerungstaste und dem Mausrad kann ich hier ein bisschen ranzoomen. Mit der gedrückten
mittleren Maustaste oder Mausrad kann ich jetzt hier auch wieder so einen Pan machen, kann man auch hier unten machen mit dem. Und Sie sehen jetzt hier, also hier steht 1,5, also schon mal die Zahlenformatierung ist ein bisschen anders, ich habe quasi hier zwei Stellen nach dem Komma immer, ja, und dann immer noch einen Meter mit dazu. Grundsätzlich gilt, Sie sollten zumindest bei solchen Formularen, wie wir sie hier haben, die Einheit irgendwo mit bekannt geben. Entweder Sie machen das hier oben in der Überschrift oder halt hier bei der Zahl selber, ja, in der Eingabezelle. Aber irgendwo sollte die Einheit stehen. Ja. Worum geht es eigentlich in dem Formular? Wenn das nicht selbsterklärend ist, hier nochmal kurz eine Erläuterung. Also ich habe hier ein sogenanntes Excel-Formular. Ich habe hier Räume definiert, also ein Geschoss definiert. Dann hier Räume, die bestehen aus einer Raumnummer. Dann dem Namen, dann einer Länge und einer Breite. Ich gehe mal davon aus, dass die Räume alle rechteckig sind. Sonst funktioniert natürlich mein Formular nicht. Und dann rechnet er jetzt hier ausgehend von der Länge und Breite einmal die Fläche aus, einmal den Umfang. Und das macht dann geschossweise. Das Ganze wird dann aufsummiert. Dann sehe ich halt, ich habe dann halt pro Erdgeschoss, habe ich halt 51,12 Quadratmeter Geschossfläche oder Raum, insgesamt Raumfläche. Ja, oder den Umfang auch und so weiter. Ja, das ist zum Beispiel eine einfache Massenermittlungen und so weiter für Gebäude oder sowas ähnliches. Ja, in Form eines Excel-Formulars. Es gibt dann noch einen sogenannten Kontrollfaktor. Das heißt, ich kann jetzt hier über den Kontrollfaktor den Raum, die Raumfläche oder den Umfang nochmal korrigieren. Wenn ich ihn auf 1 setze, dann kommt genau das raus, was hier nämlich 1,5 bei der Fläche mal 2. Ich kann aber auch sagen, nee, mach nur 0,9, dann wird er quasi das Ganze nur auf 90% setzen und dann quasi nur 90% ausrechnen. Das heißt, sie würden quasi auf weniger kommen, als was eigentlich als Fläche rauskommt. Oder ich kann aber auch auf größer 1 setzen, zum Beispiel auf 1,1, da wird er quasi 10% mehr ausrechnen. Das wird man wahrscheinlich eher machen, dass man einen Aufschlag macht, dass man sagt, okay, ich habe zwar das und das gemessen, aber ich möchte doch ein bisschen mehr Material bestellen zur Sicherheit, weil ich vielleicht doch irgendeinen Verschleiß habe oder irgendwie noch was zusätzlich brauche oder vielleicht auch Messfehler mit einberechnen muss. Dann kann ich meinetwegen noch einen 10% Aufschlag hier mit einbauen, sowohl was die Fläche angeht. Was den Umfang angeht. Das wäre zum Beispiel ein praktischer Nutzen von so einem Korrekturfaktor hier oben, ja, für die Raumfläche. Dann kann man hier unten noch Bemerkung eingeben. Hier hinten ist natürlich momentan nichts eingetragen, aber will man theoretisch jetzt noch hier hinten noch, also hier ist noch Bemerkung reinschreiben, wie zum Beispiel, was weiß ich, ja, weiß ich jetzt nicht, wenn man zum Beispiel ein Aufmaß gemacht hat, man sagt, okay, das Aufmaß war vielleicht ungenau, weil Möbel drin standen oder was weiß ich, was man reinschreiben könnte, ja. Es ist immer ganz praktisch, wenn man so ein Formular hat, immer noch ein Feld bereithält für Anmerkungen, je nachdem, wie die Daten dann eingegeben werden und berechnet werden, ist es oftmals so, dass wenn man das dann später einsetzt, dass dann irgendwelche Anmerkungen noch notwendig werden können. Ja, habe ich. Achso, ja, und der nächste Punkt ist dann hier noch, das Ganze im Diagramm zu visualisieren. Ja, das zum Beispiel kann ich jetzt hier die Flächenverteilung pro Erdgeschoss über die einzelnen Räume hier in so einem Tortendiagramm darstellen. Und es ist noch gefragt, jetzt hier zum Schluss das Ganze nochmal gegenüberzustellen. Wobei, wie sinnhaft das ist, sei jetzt mal dahingestellt. Das ist eher eine didaktische Übung, damit Sie auch nochmal die Diagramme kennenlernen. Das wäre im Prinzip jetzt auch nochmal die Fläche pro Raum und Geschoss den Umfang gegenübergestellt. Ja, in so einem 3D-Balkendiagramm. Ja, das wollen wir uns anschauen. Okay. So, fangen wir also an. Ich wechsle wieder zurück hier ins mein Excel-Dokument und möchte jetzt hier zunächst erstmal das formatieren, damit das hier so aussieht wie hier unten. Wenn Sie Werte formatieren wollen, markieren Sie einfach die Zellen, in denen sich die Werte befinden, deren Darstellung Sie formatieren wollen. Und dann haben Sie hier oben die sogenannten Schnellformatierungsbefehle. Das mal ganz kurz demonstrieren. Normalerweise ist immer Standard, das, was automatisch mal eingestellt wird, ist jetzt auch jetzt der Fall, dass sieht das dann halt so aus, genauso wie Sie den Wert eingeben, wird er in der Regel dann auch angezeigt bei der Standardformatierung. Dann gibt es hier noch zum Beispiel Zahlenformate. Jetzt wird er quasi auf zwei Stellen nach dem Komma gehen. Was haben wir hier noch? Währung, dann haut er hier noch einen Euro mit dran. Prozent können Sie machen, das ist natürlich jetzt ein bisschen unlogisch, aber theoretisch können Sie das auch das hier machen, das kommt noch später dazu. Sie können hier Brüche darstellen, 1 und 1,5 und so weiter. Exponentiell gut, und so weiter. Das sind so die wichtigsten Formatierungsbefehle. Ja. Hier muss ein bisschen aufräumen. So. So. Und gehen wir auf Standard zurück. Wichtig ist hier, wenn Sie so formatieren, der Inhalt der Zelle wird dadurch nicht verändert.
der wird einfach nur anders angezeigt. Ja, der Wert, der sich in dieser Zelle befindet, bleibt immer gleich. Ja, es wird nur anders dargestellt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie den Unterschied verstehen. Ich gehe mal zurück auf Standard. Diese spezielle Formatierung, die wir hier brauchen, also hier mit den Metern, ja, die werden Sie hier nicht finden. Ja, das heißt, das müssen Sie unten machen. Bevor ich allerdings hier unten nochmal reingehe, finden Sie auch hier nochmal ein paar Formatierungsbefehle. Zum Beispiel können Sie hier auf Prozent umstellen, was auch relativ häufig braucht. Gehen wir zurück wieder auf Standard. Sie können hier die Anzahl der Nullen einstellen, das heißt hier auf diese Nullen. Beziehungsweise können Sie auch hier jetzt noch welche hinzufügen oder wieder welche wegnehmen hier drüben. Einfach klicken. Ja. Und hier haben Sie nochmal die Euro-Währungsgeschichte. Ja, also das ist nochmal zusätzlich zu hier oben. Das sind die wichtigsten Stellformatierungsbefehle. Falls die nicht ausreichend sind, dann müssen Sie hier rein in das Zahlenformat. Und jetzt geht hier eine Registerkarte auf und da sehen Sie hier Zahlen. Hier finden Sie jetzt sämtliche Formatierungsbefehle. Auch hier wieder vorgefertigte Befehle, wie zum Beispiel zur Zahl, haben Sie noch mal ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten, als Sie hier oben haben. Also hier können Sie jetzt auch noch mal genau eingeben. Hier sehen Sie auch noch die Vorschau. Ja, hier dann zur Währung. Ja, hier können Sie auch noch andere Währungen auswählen, nicht nur den Euro und so weiter. Und zum Datum, Buchhaltung etc. etc. Interessant ist jetzt in unserem Fall, wir brauchen hier ein benutzerdefiniertes Format, weil Meter ist, werden Sie auch hier nicht finden. Das ist kein Format, was hier vorgehalten wird, weil Excel im Unterschied zum Beispiel zu MATCAD jetzt keine physikalischen Einheiten kennt. Ja, das ist Excel völlig unbekannt. Deswegen werden Sie auch hier sowas nicht finden. Sie können es allerdings dennoch simulieren. Und das wollen wir jetzt machen. Ich gehe jetzt hier auf benutzerdefiniert und wechsle mal ganz nach hier oben. Er hat immer das, was ich zuletzt hier ausgewählt hatte, zeigt er mir jetzt hier an, übrigens. Ja, hier zeigt er nochmal. Und hier können Sie quasi jetzt in die Formatierungsbefehle eingreifen. Jetzt gehe ich einfach mal aufs Schweißstellen nach dem Komma. Zum Beispiel das hier, übernehme ich gleich mal. Und tue jetzt einfach hier hinten noch ergänzen, nämlich die Einheit, beziehungsweise eigentlich ist das nur eine Nachsilbe. Ein sogenanntes Suffix. Gehen wir hier kurz rein. Eventuell haben wir noch eine Lupe verfügbar. Na, die ist hier oben. Vielleicht ist sowas gibt es ja auch im. Ja, gibt es ja auch. So. Und jetzt sehen Sie es ein bisschen besser. Also, und Sie klicken einfach hier oben rein, geben ein Leerzeichen ein und geben dann in Anführungsstrichen hier die Silbe oder die Buchstaben ein, den Sie anhängen wollen. Ja, ich sage hier ganz bewusst Buchstabe oder Silbe und nicht Einheit, weil für Excel ist das keine Einheit. Ja, jetzt können wir noch sehen, ob wenn ich muss das, sehe gerade hier in der Vorschau, ich muss hier das noch ohne, muss quasi direkt anhängen, also kein Leerzeichen, das habe ich jetzt falsch gesagt. Und dann nochmal hier das Leerzeichen, wenn Sie ein Leerzeichen haben wollen, hier in die Anführungsstrichen einfügen. Je nachdem, wie es Ihnen besser gefällt. Also manche mögen das, wenn die Einheit quasi direkt an die Zahl herangeschrieben wird. Manche ziehen noch ein Leerzeichen vor. Ich mag ehrlich gesagt das Leerzeichen lieber in der Regel, deswegen mache ich das so. Aber wie gesagt, da können da auch Äpfel oder Birnen drin stehen. Das ist jetzt halt ein M, wenn Sie so wollen. Dass das Meter sind, ergibt sich aus dem Kontext, dass damit Meter gemeint sind, aber Excel kann diese Einheit nicht interpretieren. Ja, deswegen habe ich das auch als Nachsilbe genannt. Das bitte beachten. Im Übrigen können Sie auch hier rein theoretisch sogar eine Vorsilbe machen. Das sei auch nochmal demonstriert. Oh, das habe ich mich ja verklickt. Kein Problem, das dürfte jetzt noch hier unten stehen. Na, ich habe es nicht gespeichert. Muss ich nochmal schnell machen. So. Und also die Vorsilbe können Sie auch davor schreiben. Ich zeige es mal ganz kurz. M, sehen Sie, es geht genauso davor. Also so ein Präfix, ja, oder Vorsilbe geht im Prinzip auch. Ja. Also mal tun wir noch korrigieren, hier dahinter klicken, Anführungsstrichen, Leerzeichen M. Und wenn das soweit passt, das sieht man schön an der Vorschau, dann nicht auf Löschen gehen, sondern hier auf OK. Ups, ich mache die Lupe aus. Die brauchen wir nicht mehr. Und gehe hier auf OK. So, jetzt haben wir das formatiert. Im Übrigen wäre es natürlich klüger gewesen, dass man hier auf einmal, ach so, wenn ich die Spaltenbreite anpassen will, ich gehe mal auf rückgängig, dann können Sie das hier oben machen. Sie fahren mit der Maus genau zwischen die beiden Spalten, können das mit der gedrückten linken Maustaste hier rüberziehen oder Sie machen einfach einen Doppelklick, dann passt das automatisch an. Ja, Sie haben es natürlich klüger gewesen. Ich hätte mir auf einmal hier alle markiert und nicht nur den einen Teil. Das hole ich jetzt nach und tue das dann entsprechend einstellen. Jetzt markiere ich mit der Steuerungstaste, also erst
markiere ich mir diesen Zellbereich. Dann gehe ich auf die Steuerungstaste und markiere jetzt noch diesen zusammenhängenden Zellbereich. Das ist ein Zellbereich, das ist ein zusammenhängender Zellbereich und das ist der zweite zusammenhängende Zellbereich. Und damit ich beide gleichzeitig markieren kann, habe ich die Steuerungstaste aktiviert gehabt. Und jetzt gehe ich wieder hier auf Formatieren, gehe auf Benutzer definiert. Da ich das schon gemacht habe, finde ich jetzt hier unten hier mein neues Zahlenformat. Klicke da drauf, gehe auf OK und fertig. So. So viel erstmal zur Formatierung. Jetzt wollen wir anfangen, hier die Fläche zu berechnen. Dazu gibt es hier eine Formel. Ja, die ist etwas unschön dargestellt. Sieht einfach daran, weil dieser Formel-Editor, wenn das früher gemacht wurde, die Vorlage ist relativ alt schon. Die hat schon mehrere Excel-Versionen mitgemacht, Versionssprünge. Und den Formel-Editor gibt es mittlerweile nicht mehr. Und deswegen, aus Konvergenzgründen, ist es jetzt hier umgewandelt worden in so ein neues Format. Und das sieht ein bisschen anders aus. Ja, das muss man halt damit lesen. Wie kann man eine Formel in Excel eingeben? Auch das möchte ich hier zeigen. In die Formelschreibweise, dazu gehen Sie hier auf Einfügen und gehen hier hinten auf Formel. Hier finden Sie jetzt diverse Excel-Formelvorlagen schon. Ja, ich würde einfach empfehlen, sich da das nächstbeste zu nehmen. Zum Beispiel, oder kann man hier einfach, nee, das geht nicht, einfach hier auf diese gehen. Jetzt habe ich schon mal eine Formel drin. Und jetzt sehen Sie, es kommt jetzt so eine neue, wenn Sie sobald Sie draufklicken, kommt jetzt so eine neue Registerkarte und jetzt können Sie hier quasi von hier aus jetzt die verschiedenen Symbole hier wählen. Ich schmeiß mal hier, ich möchte zum Beispiel hier ROI haben. Ich zoome mich noch ein bisschen weiter ran. Wird das dann größer? Ja. Also hier. So, dann möchte ich hier zum Beispiel ROI haben. Klicke einfach hier an das A, schreibe jetzt hier. Ah ne. Ja, ich brauche tief gestellt. Das ist nämlich ROI tief gestellt. Dazu gehe ich hier auf. Ich muss gestehen, da bin ich jetzt nicht der. Ich mache meistens alles in MATCAD. Ich brauche das eigentlich relativ selten. Sehen Sie es mir nach, dass es ein bisschen länger dauert, das alles hier zu finden. Hier ist tiefgestellt, ja. Gehe auf tiefgestellt. Jetzt bekomme ich hier so eine Vorlage für tiefgestellt. Hier vorne schreibe ich einfach rein RU und hier unten bei Index schreibe ich hier rein I. Das A schmeißt man hier raus, das kann ich löschen, klick dahinter. Es ist ähnlich wie ein MATCAD, aber wie gesagt, nur ähnlich, ja. Wichtig ist, vielleicht, weil ich gerade MATCAD hier erwähne, allerdings wird ja überhaupt nichts berechnet, ja. Das hat mit der Rechnung null zu tun, das geht nur darum, diese Formel hier oben darzustellen, damit die Leute wissen, was hier berechnet wird. Ja, weil normalerweise sehe ich ja dann nur das Ergebnis, das sehen Sie hier im PDF-Dokument. Ich sehe ja die Eingabe, sehe ja das Ergebnis, Sie haben Unterschied zum MATCAD, habe aber keine Ahnung, wie komme ich jetzt von der Eingabe zum Ergebnis. Und das kann man halt visualisieren, indem man hier zum Beispiel die Formel damit reinschreibt. Ja, Sie sehen, hier sind die einzelnen Eingabefelder entsprechend beschriftet. Ja. Und kann jetzt hier oben mit dieser Beschriftung arbeiten und halt hier das darstellen mit diesem Formel-Editor, wie ist die Berechnung zu dem von der Eingabe zur Ausgabe und Verarbeitung. Ja, also den Zwischenschritt, den man normalerweise in MATCAD hat, den gibt es in Excel nicht. Ja, und deswegen auch wichtig hier, diese Formel zeigt das Ganze nur an, aber hat mit der Rechnung rein gar nichts zu tun. So, also ROI, dann müssen wir jetzt hier 2KF schreiben. Klicken wir jetzt drüben rein. Also ist gleich ist schon da. Wenn es noch nicht da ist, wenn man dann anderes braucht, kann man das hier oben auch sich holen. Ja, die Frage ist nur wo. Schauen wir mal hier rein, dass jetzt hier irgendwo ist. Ah, hier ist es, genau. Hier können Sie es quasi jetzt klicken. Ja, da ist 2 ist gleich. Dann klicken wir jetzt hier rein und schreiben jetzt hier 2KF. Das können wir einfach. Ne, ist wieder tief gestellt. Also gehen wir jetzt wieder auf tief gestellt. Das war hier. So, also dann wieder K. Hier oben kommt das K rein. Dann hier ein F und jetzt kommt hier eine Klammer. Die Klammer können Sie über die Tastatur machen oder wenn Sie wollen, können Sie das auch hier machen. Jetzt kommt hier ein Klammerausdruck und da kommt dann hier ein R wieder tiefgestellt. Also gehen wir wieder hier auf. Wo war das? Hier war das, dann hier wieder tiefgestellt. RL. RL und hier I. Also sprich dieser Vektor oder die Werte aus diesem Zellbereich mal. Das Mal können Sie mit der Tastatur machen oder gehen hier wieder rein. Hier können Sie jetzt auswählen, grundlegende Mathematik, ja, griechischen Buchstaben, ja, wie es auch ähnlich wie Sie dann von MATCAD kennen, Buchstaben, ähnliche Symbole, Operatoren zum Beispiel. Dann haben wir hier irgendwo das Mal. Wer will, kann jetzt hier dieses Mal nehmen oder halt einfach nur einen Punkt. Ja, ich mache den Punkt eigentlich lieber. Ich gehe auf Punkt. Füge jetzt wieder einen Vektor ein. Wo haben wir es? Hier. Und
gebe jetzt hier wieder R. Ne, das Ding war da RBI. Hätte es auch sich kopieren können, dann einfach ändern können. RBI. Das hier hinten schmeiße ich raus. Halt, hier schauen wir den Cursor, wo wir gerade stehen. Jetzt kann ich es hier löschen. Und das ist meine Formel. Ja, genauso können Sie das hier drüben machen. Das spare ich mir jetzt mal. Und das ist jetzt meine fertige Formel. So sieht es dann aus. Und jetzt kann ich das hier rauslöschen. Und das sieht viel schöner aus, weil es neu gemacht wurde und nicht konvertiert wurde aus einer alten Excel-Version. Und kann das jetzt hier entsprechend hinterlegen. Wem das hier nicht gefällt, von der Farbe her, kann ich, glaube ich, auch unter Format hier eine andere Farbe hinterlegen. Hier unter Fülleffekt, Füllfarbe, machen wir es weiß zum Beispiel. Dann sieht das so aus. Jetzt können Sie mal ein bisschen rumspielen, was die Darstellung angeht. Ja. Im Übrigen, dieses Feature, wie man so Formeln darstellen kann, jetzt in dem Fall jetzt hier in Excel, das gilt auch in nahezu allen Office-Produkten. Das finden Sie meines Wissens auf jeden Fall auch in Word und im PowerPoint. Ich glaube aber auch im Visio. Ja, wenn man das mal braucht. Ja. Ich brauche es relativ selten, da ich die meisten Sachen dieser Art mit Mathcad mache. Aber wer jetzt kein Mathcad hat und das unbedingt in Excel machen will, kann das auch hier machen. Okay, so viel dazu. Machen wir jetzt, wie kann man das Ganze allerdings wirklich berechnen? Ja, Sie sehen, ich habe jetzt zwar die Formel angegeben, aber berechnen wurde deswegen nichts. Habe ich ja auch gesagt, hat mit der Rechnung nichts zu tun. Hier geht es nur um Darstellungszwecke. Die Berechnung erfolgt jetzt hier in dieser Zelle. Hier sollte meinetwegen jetzt diese Berechnung durchgeführt werden. Ganz wichtig, jede Berechnung beginnt immer mit einem Ist-Gleich. Ja. Und geben also ein Ist-Gleich ein. Und jetzt könnte ich hier zum Beispiel einfach mal das reinschreiben. Ich tue es zunächst erstmal unten den Korrekturfaktor machen. Ganz bewusst. Ich mache es mal nur die Sache, die hier steht. Also hier die einfach die Länge mal Breite. Schreibe einfach rein 1,5 mal 2. Gehe auf Enter. Da käme schon mal, zumindest vom Wert her, achso, also ohne Korrekturfaktor hier ein Wert raus, der funktioniert. Allerdings ist ein Nachteil bei dieser Methode, wenn ich jetzt hier vorne die Werte ändere, aus irgendeinem Grund, zum Beispiel habe ich jetzt hier keine 1,5 mehr, sondern meinetwegen 2, da hat es damit hier hinten nichts zu tun, ja, weil die Berechnung steht ja für sich. Ja, ich müsste quasi die Werte doppelt eingeben. Ja, müsste dann hier nochmal ändern, hier nochmal ändern. Das ist eine Methode, die äußerst ungünstig ist. Ja, das. Weil wir hier quasi die konstante Werte eingegeben haben. Günstiger wäre es ja in der Berechnung direkt auf diese Zellwerte zu verweisen. Das wäre eine echte Tabellenkalkulation, ähnlich wie wir das auch in MATCAP in unseren Parametern oder Variablen machen würden. Das können Sie auch in Excel machen. Ich zeige das hier nochmal. Lösche das nochmal raus oder tue es komplett rauslöschen. Im Übrigen können Sie hier unten das eingeben oder halt hier oben in der Bearbeitungsleiste. Ja, je nachdem, wo Sie jetzt gerade arbeiten wollen, entweder hier oben oder hier unten. Jetzt gehe ich da auf Ist gleich. Und gebe jetzt in dem Fall nicht die Werte ein, sondern die Zelladressen. Und da sehen Sie hier, das ist ja D7. Gebe also ein D7. Das können Sie betrachten wie so ein Variablenname. Ja, mal E7. Ja, ich lese es einfach hier oben ab. Ja, also immer erst der Spaltenbuchstabe und dann die Zeilennummer. Und das ergibt dann quasi die Adresse dieser Zelle. Wie so eine Art Parameter oder Variablename. Geht hier auf Enter. Jetzt kommt hier im Prinzip der aktuelle Wert raus. Können wir wieder korrigieren. Das war eigentlich 1,5. Und dann ist es genauso wieder wie vorher. Sie sehen jetzt auch hier, wenn ich mit diesen Zelladressen arbeite, anstatt von festen Werten, dann werden immer die Werte genommen bei der Berechnung, die jetzt aktuell sich in diesen Zellen befinden. Das hat halt den Vorteil, dass ich jetzt hier quasi mit diesen Zellwerten arbeite. Sie können die Adressen ablesen, können allerdings, wenn Sie hier reinklicken in eine Zelle, dann zeigt er Ihnen hier oben auch die Adresse an. Ja, können Sie auch hier einfach reinklicken, dann sehen Sie immer hier die Adresse. Wenn Sie jetzt einen Zellbereich aktivieren, nicht nur eine Zelle, sondern Zellbereich, dann zeigt er immer die erste Zelle an, ja, die jetzt hier in dem Bereich markiert ist. Okay, so kann man das machen. Jetzt nehmen wir mal den Korrekt. Jetzt könnte man sagen, gut, ich mache das Ganze hier unten auch. Ja, gehe jetzt wieder auf Ist gleich. Das müsste ich wieder klicken. Das hätte mir hier D8. D8 mal E8, ja, und können das so weiter fortführen. Das ist natürlich sehr mühsam. Sie sehen auch hier, dass die Formel eigentlich ähnlich ist. Ja, das heißt, die wiederholen sich eigentlich nur, dass die Nummern sich hier ändern. Ja, ich mache es dann zum Schluss nochmal. Hier unten hätten wir jetzt meinetwegen ist gleich D11 mal halt mal herein. Übrigens, ich mach das über die Tastatur, also über die numerische Tastatur, mal E11. Ja, Sie finden hier. Auf der Bildschirmtastatur gibt es die hier auch.
Bildschirm, Tastatur, die haben wir hier auch. Ja, hier finden Sie jetzt die Operatoren. Sind ein bisschen versteckt. Wenn man die numerische Tastatur hat, tut man sie etwas leichter, die hier drüben ist. Da finden Sie auch so die wichtigsten Operatoren. Ansonsten ist das hier alles. Hier haben Sie das Durchzeichen, hier haben Sie das Mal, hier haben Sie irgendwo noch ein Minus rumhängen. Das ist hier und so weiter. Das ist halt dann immer nur die entsprechenden ja, Umschalttasten hier, also Steuerung oder wie genau das ist. Ja, hier sehen Sie auch nochmal dann. Sie brauchen halt Alt-Graph, um das zu kriegen. Ich weiß gar nicht, hier Alt. Was zeigt man nicht an? Ah, okay. Also Umschalttaste und so weiter, also diese hier, um als halt in andere Zeichen zu kommen. Ja, ich mache es am meisten, wenn ich es mit der Tastatur mache, meistens über das die numerische Tastatur, die kann ich leider nicht anzeigen. Ja, da haben Sie auch nochmal die Operatoren etwas separater und da brauchen Sie in der Regel die Umschalttasten nicht, um an die ranzukommen, an die Operatoren. So, so viel dazu. Und da sehen Sie im Prinzip, wenn Sie mal schauen, jetzt habe ich hier D11 mal E11 und hier oben hatte ich jetzt hier D7 mal E7, hier hatte ich jetzt quasi D8 mal E8. Das ist natürlich immer dasselbe, nur dass die Nummern sich ändern, weil man halt in so einer Tabellenstruktur sind. Ja, man heißt auch Tabellenkalkulationsprogramm, ist, wie das Excel sich ja auch gerne bezeichnet. Und deswegen sollte man jetzt hier einfach sagen, gut, das kann man natürlich viel schneller erledigen, als jetzt das wirklich alles händisch einzugeben, zumal das ja noch eine relativ kleine Tabelle ist. Das könnten ja auch jetzt hier 100 Räume sein oder so. Und das Ganze 100 Mal einzugeben, ist natürlich sehr mühsam und vor allen Dingen auch sehr fehleranfällig. Das kann man besser lösen. Ja, wie kann man das machen? Ich zeige es mal ganz kurz. Und zwar könnte ich jetzt einfach sagen, ich kopiere die Formel nach hier unten. Das ist die D7 mal E7. Ich fasse das hier einfach an und ziehe das nach hier unten. Jetzt fülle das nachher hier aus. Aufpassen, wenn Sie jetzt hier in einer Tabelle kopieren, die bereits formatiert ist, wie in unserem Fall. Hier ganz, ganz gefährlich, übernimmt er nämlich dann hier auch sämtliche Formatierungen mit. Ja, Sie kopieren sowohl die Formel, die wir jetzt hier eingegeben haben, als auch die Zellenformatierung. Ja, das erkennen Sie hier, dass jetzt hier einmal die Linien ein bisschen dicker geworden sind. Und wenn Sie das nicht wollen, dann müssen Sie hier unten auf diese Schaltfläche gehen und hier sagen, ich möchte nur die Zellen kopieren. Dann kopiert er nur die Zellen, Entschuldigung, ohne Formatierung ausfüllen. Also kopieren wäre quasi komplettes Kopieren mit allem drum und dran. Sie können sagen, ich möchte nur die Formate ausfüllen, dass Sie quasi nur die Formate kopiert, allerdings der Inhalt der Zelle nicht. Ja, das geht auch. Das ist in unserem Fall natürlich völlig daneben. Oder Sie sagen hier ohne Formatierung ausfüllen. Und jetzt bleibt die Formatierung erhalten. Ja, das sieht genauso aus wie hier drüben. Und allerdings wurden jetzt die Zellinhalte kopiert. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, wird gerne übersehen. Das kostet Sie in der Prüfung jeweils einen Punkt. Warum? Weil wenn Sie das jetzt nicht korrigieren, dann müssen Sie theoretisch die ganze Formatierung wieder manuell korrigieren. Und das ist sehr mühsam. Vor allen Dingen diese Möglichkeit, das hier zu steuern, das sehen Sie im Prinzip nur unmittelbar nach dem Kopiervorgang. Sobald Sie einen neuen Befehl ausführen, sehen Sie natürlich nochmal die Steuerfläche. Hier haben Sie auch nochmal eine andere Formatiermöglichkeit. Also die können wir jetzt mal ignorieren. Also nicht verwechseln mit dem hier. Das ist bedingte Formatierung, die jetzt hier quasi erscheint. Ich meinte das hier. Ja, bitte mit dem operieren, nicht mit dem hier unten. Ist eh wieder weg. Ja, sobald ich allerdings jetzt hier was anderes eingebe, zum Beispiel hier irgendwas, ist diese Möglichkeit der Steuerung des Kopiervorgangs verschwunden. Und wenn Sie es nicht korrigiert haben, müssen Sie jetzt manuell sich wieder reingehen und hier die ganzen Formatierungen wieder manuell korrigieren. Ja, das bitte ganz, ganz wichtig, dass Sie das nicht vergessen. Ja, jetzt haben wir das kopiert und jetzt sehen wir, wenn Sie jetzt mal reinschauen, hier oben war es D7 mal E7, jetzt hat er automatisch hier aus dem D8 mal E, also aus dem D7 ein D8 und ein E8 gemacht, ja, passend hier zu dieser jeweiligen Zeilennummer. Ja, das ist quasi hier eine Möglichkeit, wie Sie das relativ schnell lösen können. Ja, bringen wir jetzt noch den Korrekturfaktor hier mit ins Spiel. Dazu gehe ich jetzt hier oben nochmal rein und tue das Ganze noch mit dem Korrekturfaktor erweitern, also mal 2 mal Kf. Kf ist der Korrekturfaktor hier oben. Da klickt man einfach rein. So, das wäre die Zelle F3. Die wird jetzt hier entsprechend markiert. Und gehe auf OK. Ja, übrigens, wir haben hier eine komplette Multiplikation. Also alles hier mal. Da können Sie auch die Klammer weglassen und die Reihenfolge ist auch egal. Ja, das bitte, das heißt glaube ich Kommutativgesetz oder so ähnlich. Ja, dass Sie das vertauschen können. Das bitte beachten. Deswegen habe ich die Formel jetzt nicht ganz so eingegeben, wie sie oben steht. Ist aber im Prinzip dasselbe. Wichtig ist halt nur, Sie müssen das zweimal wirklich ausschreiben. Das hier oben, ich habe zum Beispiel hier auf das Mal jeweils verzichtet, das zweimal Kf mal in Klammern das und das.
diese mathematische Kurzschreibweise, das können Sie hier nicht machen, hier müssen Sie es wirklich komplett ausschreiben. So war es ja im Mad, so ist es auch im Übrigens auch im MathCAD. Ja, da, Kurzschreibweise werden da auch nicht verstanden. So, jetzt gehen wir auf Enter. Und jetzt hat er uns hier noch die 0,9 mit eingefügt als Korrekturfaktor. Also hat das Ganze jetzt etwas kleiner jetzt hier geworden. Moment, Moment, Moment. Das 5,4. Aha, 2 mal 1,5, 2,0. Das funktioniert. Wieso kommt er jetzt auf 5,4? Schau mal, das mal dem, mal 2. Ach so, weil ich den Korrekturfaktor mal 2 nehme. Wie komme ich eigentlich darauf? Ah, okay, alles klar. Ja, ich habe die Formel vertauscht. Entschuldigung, das ist mir gar nicht aufgefallen. Der Korrekturfaktor geht natürlich nur noch einmal ins Spiel. Die 2, die brauche ich hier beim Umfang. Ja, also die Formel ist ja Käse. Und zwar, die können wir hier gleich rausnehmen. Und hier können wir bei der Gelegenheit gleich die Klammer entfernen. Oder für mich darf man sie stehen. Hier noch das Multiplikations-, also das Prinzip, das ist da, das ist die Formel, da passt das auch. Ja, die 2 kommen ja aus der alten Umfangformel, das ich hier verwechselt habe, quasi die Umfangformel hier zusammengeschmissen mit der Flächenformel. Das ist natürlich Unsinn. Also muss man mal, müsste das, ja, ist das hier die falsche Formel? Ich mache mal kurz eine Pause und tue mal kurz die Formel korrigieren. So, jetzt ist quasi die Formel wieder korrigiert. Also jetzt passt das wieder. Also Länge mal Breite mal den Korrekturfaktor. Und hier beim Umfang muss ich natürlich erstmal die beiden Seitenlängen aufaddieren. Das Ganze mal 2, ich habe jeweils zweimal im Spiel. Ja, deswegen, also Länge plus Breite in Klammern mal 2 und dann nochmal den Korrekturfaktor wäre jetzt die Berechnung für den Umfang. So, jetzt passt das wieder. Und jetzt können wir auf die Idee kommen zu sagen, na gut, das kopiere ich jetzt auch nach hier unten. Ich zeige das hier mal. So, aufpassen, hier wieder ohne Formatierung ausfüllen. Allerdings kriege ich hier folgende Fehlermeldung. Ja, was passiert da hier? Also hier rechnet er, kann man nicht rechnen, deswegen kommt der Wert. Der kann ja im Prinzip die Rechnung nicht ausführen. Hier kommt zwar was raus, ist allerdings offensichtlich falsch. Ja, also 3,5 mal 5 und mal Kalf, das kann die Null ergeben. Das ist ein logischer Fehler. Ja, das heißt, er rechnet zwar, allerdings was Falsches. Und hier ist wieder ein Fehler. Ja, und hier kommt wieder irgendwas raus, was allerdings nicht mit unserer Lösung übereinstimmt. Also wieder ein logischer Fehler. Kommt was raus, ist allerdings falsch. Ja, woran liegt das? Schauen wir da mal nochmal rein. Ich gehe jetzt mal hier rein in diese Zelle. Klicke jetzt hier hinten rein. Und jetzt zeigt er mir hier auch farbig an. Und ich kann es auch hier ablesen, was ist jetzt passiert. Also beim Kopiervorgang ändert er jetzt die Zellbezüge. Das heißt, aus D7 wurde jetzt hier D8. Aus E7 wurde jetzt hier E8. Und aber auch aus F3 wurde auf einmal F4. Das heißt, das F, also der Korrekturfaktor, ist auch mitgewandert. F4 bezieht sich jetzt auf diese Zelle hier. Da steht ein Text drin, nämlich Fläche, und mit denen kann er nicht rechnen. Ja, und deswegen kommt ja dieser Wertfehler. Das heißt, das Wandern von den Bezügen war bei der Länge und bei der Breite gewollt. Beim Korrekturfaktor ist allerdings nicht gewollt. Der bleibt immer hier oben stehen, egal wie ich jetzt in meiner Tabelle mit meiner Formel wandere. Schauen wir nochmal hier rein, hier unten, gehe wieder auf, klicke in die Zelle. Und wenn ich das farbig dargestellt haben will, kann ich hier hinten reinklicken. Und sehe jetzt hier meine Bezüge farbig dargestellt. Und jetzt sehen wir wieder, dass das passt wieder. Die Wanderungsbewegung ist okay. Allerdings hier oben, gehen wir jetzt mal raus, gehen nochmal hier rein. Das ist jetzt hier reingewandert. In der Zelle ist nichts drin, ja, weil diese Formeln liegen quasi drüber. Die haben mit der Zelle nichts zu tun, die liegen einfach nur drüber. In der Zelle selber ist nichts. Und der Beziehung ist normalerweise wird das auch nicht funktionieren, wenn ich zum Beispiel rechnen würde, D9 mal E9 mal nichts, ist eigentlich auch, was man nicht rechnen kann. Allerdings ist da Excel relativ großzügig und wenn in der Zelle nichts steht, wird das quasi als 0 interpretiert. Und das heißt, Sie rechnen hier quasi 3,5 mal 5 mal nichts, quasi mal 0, ergibt wiederum 0. Ja, letzte Geschichte, wie kommen diese 11, also hier ist auch wieder das Problem, dass wir wieder Text drin haben. Ja, im Übrigen könnten jetzt Sie jetzt theoretisch das hier anfassen und schieben, den Bezug und korrigieren. Dann auf Enter gehen. Jetzt hätten wir es quasi korrigiert. Ja, hier die 27. Ja, das passt. Schauen wir jetzt hier unten nochmal rein und hier einen Klick dahinter. Jetzt sehen wir, er bezieht sich jetzt hier auf das. Mittlerweile ist durch die Wanderungsbewegung hier unten angekommen.
Hier ist auch ein Wert drin, in dem Fall 2,7. Also rechnet er jetzt im Prinzip das mal dem. Ja, das kann man rechnen, kommt doch was raus, ist allerdings falsch, also logischer Fehler. Achten Sie darauf, die logischen Fehler sind am gefährlichsten. Also sowas ist mir lieber als so eine Fehlermeldung hier, ist mir lieber als ein logischer Fehler, weil hier sehe ich sofort, dass was nicht stimmt. Ja, hier ist das Problem, hätte ich jetzt keine Referenzlösung, wie in so einem PDF-Dokument, könnte es sein, dass ich diesen Fehler übersehe und kriege das gar nicht mit, dass da was Falsches rauskommt. Ja, deswegen sind die logischen Fehler aus meiner Sicht am gefährlichsten. Um diese logischen Fehler zu vermeiden, gibt es das PDF-Dokument, wo Sie einfach vergleichen können, kommt das Richtige raus. Ja, da können Sie das dann quasi immer korrigieren. Ja, das können Sie wieder anfassen, hier oben reinschieben und das korrigieren. Aber das geht natürlich auch besser. Ja, wie kann man das besser machen? Bevor wir allerdings uns anschauen, wie das besser geht, schauen wir uns hier auch nochmal diese Zelle an. Da wir ja die Lektion L0 übersprungen haben, ist hier das Komische, dass wir hier eigentlich zwei Zellen zusammengefasst haben. Normalerweise, ich tue mal das Zusammenfassen aufheben, hier verbinden, zentrieren raus, steht der Wert hier drin. Ja, und rein aus optischen Gründen, das ist die Zelle F3, habe ich das Ganze zusammengefasst. Ich markiere einfach die beiden Zellen, fasse die zusammen, verbinden und zentrieren. Und jetzt habe ich quasi aus dieser Zelle eine gemacht und er übernimmt einfach dann die Adresse von dieser Zelle hier, nämlich F3. Ja, so können Sie theoretisch auch, wenn Sie das brauchen, Zellen zusammenfassen und auch wieder die Zusammenfassung wieder auflösen. Das bitte beachten, wenn man sich hier wundert, warum hier auf einmal zwei Zellen sind, obwohl da immer jeweils immer nur eine ist. Ja, Sie können quasi aus zwei Zellen mit diesem Befehl auch eine machen. Ja, wie kann man das besser lösen? Dazu gehe ich jetzt mal hier oben rein und muss allerdings jetzt Excel sagen, dass das Wanderung hier erwünscht ist. Ja, allerdings hier bei der F3 halt ist es nicht erwünscht. Und das können Sie mit dem sogenannten Dollarzeichen machen, ja, beziehungsweise der Funktionstaste F4. Wenn Sie zum Beispiel sagen, ja, ich möchte jetzt diese Zelle hier fixieren, weil das Wandern soll hier nicht stattfinden, dann hat er festgestellt, dass der Korrekturfaktor immer hier oben ist, egal wo Sie sich in Ihrer Tabelle befinden, dann können Sie auch einfach hier hinklicken auf den Korrekturfaktor, dann die F4-Taste drücken, dann fügt er hier einfach einen sogenannten absoluten Zellbezug, eine absolute Fixierung ein. Er schreibt nämlich ein Dollarzeichen sowohl vor den Spalten, Buchstaben als auch vor die Zeilennummer und damit ist die Zelle jetzt fixiert, egal wie Sie jetzt Ihre Formeln hier wandern lassen, durch Kopieren, Verschieben und so weiter. Es wird immer die Zelle F3 bleiben. Gehen wir jetzt hier auf Enter und kopieren das Ganze hier nach unten. Gehen auf ohne Formatierung ausfüllen und Sie sehen, hier haben wir dünne Linien dazwischen. Das Ganze passt von der Formatierung her und wir haben jetzt hier auch die richtigen Werte. Noch nicht bezüglich des Zahlenformates formatiert, aber jetzt stimmt auch hier die Rechnung, Kontrolle, mal reingeklickt, das mal dem, mal den. Das ist quasi immer hier oben geblieben. Ja, hier auch wieder das mal dem. Das heißt, hier können wir fixieren. Ja, mit F4. Wichtig ist hier, wenn wir aufs Beispiel mal zurückzukommen, wichtig ist hier, dass die F4, oder das nicht, dass das nicht F4, das brauchen wir mal die Lupe. Brauchen wir die Lupe, da muss man hier hingehen. Halt das Holz hier, das ist jetzt Power. Hier muss man hingehen. Hier und die Lupe nochmal anmachen. Ich hätte es einfach nicht ausschalten dürfen. So, hier ist nochmal da. Wo ist ja mein Excel? Das ist. Lupe ist hier und hier. Wichtig ist in unserem speziellen Kontext, dass das Dollarzeichen vor der Zeilennummer steht, denn die Wanderung findet in unserem Kontext immer in der Zeilennummer statt. Ja? Weil wir fahren immer in der Spalte runter, die Zeilennummer ändert sich. Wir gehen allerdings nicht nach links oder rechts, deswegen könnte man theoretisch auch hier das Dollarzeichen weglassen. Ja? Wäre jetzt auch nicht verkehrt. Nur wenn wir das Dollarzeichen vor der 3 weglassen würden, Sie können das Dollarzeichen auch händisch eingeben. Dann wird das zum Fehler führen. Also wenn Sie sowas hier zum Beispiel hätten, ja, Sie würden nur die Spaltenbuchstaben fixieren, aber nicht die Zeilennummer und Sie gehen dann hier nach unten, dann würde das zum Fehler führen. Ja, also die Schreibweise wäre falsch. Ja, wenn Sie übrigens, Sie können auch F4 mehrfach drücken, zeige es nochmal. Ich gehe hier einmal auf F4, jetzt ist quasi das komplett rausgenommen. Das wäre falsch in unserem Fall. Das wäre richtig. Ja, jetzt wäre quasi hier sowohl die Spalte als auch die Zeile fixiert. Jetzt drücke ich nochmal F4, es tut dann nur die Zeile fixieren. Das wäre auch richtig.
Ja, weil wir gehen ja in Zeilrichtung, die Zeile soll gleich bleiben. Das wäre auch eine richtige Schreibweise. Das wäre wiederum falsch. Nochmal F4 gedrückt. Ja, weil ich jetzt hier quasi die Spalte fixieren würde, aber die Zeile nicht. Allerdings in Spaltenrichtung ändert sich nichts, deswegen ist das Prinzip unnötig. Ja, wäre auch falsch. Ja, also einfach mehrfach F4 klicken funktioniert hier auch. Ja, einfach durch F4 können Sie das immer hin und her schalten. So, also nehmen wir die alte Variante und tue die Lupe wieder auf 100% stellen. Lasse diesmal mal an. Passt. So, ja, letzter Hinweis noch: Wie kann man das alles noch etwas abkürzen? Das mache ich mal hier drüben. Dazu gehe ich hier. Auf den Umfang geht es hier auf ist gleich und gebe jetzt mal die Formel für den Umfang ein, also zweimal dem Korrekt. Achso, wichtig, ich wollte sagen, die schnellste Variante Ihnen zeigen. Die schnellste Variante ist, Sie markieren sich den Bereich, wo die Formeln hinkommen sollen, nämlich diese hier. Ja, hier sind quasi die Formeln überall gleich. Jetzt gehe ich hier auf ist gleich. Achten Sie darauf, ich habe zwar diesen Bereich markiert, bin allerdings hier oben in der Zelle. Das heißt, ich muss jetzt meine ganze Berechnung ausgehend von der oberen Zelle machen, also mit diesen Werten hier und nicht mit denen hier unten, das wird dann nicht funktionieren. Ja, also ich bin jetzt hier oben, nehme jetzt die hier drüben, rechne jetzt einfach 2 mal Korrekturfaktor, der steht hier, drücke jetzt die F4-Taste, fixiere das, okay, schreibe jetzt weiter, mal, die Klammer können wir weglassen, nee, die können wir nicht lassen, jetzt haben wir quasi eine Addition, also müssen wir, die Klammer müssen wir, also Klammer auf, das plus dem, Klammer zu und jetzt ganz wichtig, jetzt auf Steuerung Enter gehen. Denn dann kopiert er die Formel automatisch gleich nach unten. Steuerung Enter und Sie haben auch automatisch kopiert, das Ganze auch ohne Formatierung. Ja. Zum Schluss können wir jetzt hier noch das Ganze formatieren. Gehe also jetzt hier drauf bezüglich der Einheiten. Gehe dann hier auf Zahl, dann auf Benutzer definiert, wähle aus hier Meter, was den Umfang angeht. Gehe drüben rein, hier brauche ich Quadratmeter. Gehe wieder auf Benutzer definiert, wähle jetzt, gehe da nach unten, wähle hier Meter aus, ergänze allerdings das noch um ein Quadrat. So, einfach Alt-Graph 2. Habe ich meine Tastatur hier unten noch offen? Ja. So, zeigt er mir die jetzt hier an? Ja, hier ist sie. Alt-Graph. Oh, ich habe die. Wenn die Bildschirmlupe aktiv ist, ist es äußerst schwierig hier zu navigieren. Ich glaube, ich hätte die vorher ausmachen sollen. Hier ist sie. Tun wir mal auf 100% nochmal zurückgehen. Hier Alt-Graph 2. Da bekommen Sie hier entweder Quadrat oder Kubik. Ja, mit diesen Tastaturgeschichten. Das tun wir jetzt hier anwenden. Gehe wieder auf die Lupe. Also drücke jetzt hier, gehe auf diese Einheit mit Meter und füge einfach nur das Hoch 2 noch hinzu mit Alt-Graph und 2. Jetzt habe ich hier das Meter Quadrat. Alternativ kann man das auch, die Schreibweise gibt es auch, einfach Quadratmeter. Ja. Aber ich möchte das lieber diese Schreibweise haben, die gefällt mir besser. Aber für den Fall, dass es immer keine Möglichkeit gibt, die Potenz zu schreiben, dann kann man diese die QM-Schreibweise verwenden. Gehe hier auf, mache wieder die Lupe aus. Und nicht ausmachen, sondern einfach auf 100% gehen, gehe auf OK. Und dann wird hier das Ganze in Quadrat formatiert. Ja, so viel dazu. Da schieben wir mal wieder hier rein. Unsere Formel. Und machen wir jetzt noch die Summe. Hier die Zwischensumme dazu. Ach so, machen wir noch schnell hier unten die Geschichten. Hier können wir wieder kopieren. Ich kopiere mir jetzt einfach hier die beiden Formeln. Gehe auf Steuerung C. Kopiere mir das. Füge das hier unten ein mit Steuerung V. Achte hier nochmal darauf, das Ganze ohne die Formatierung zu machen. Jetzt bietet er mir nur diese Schreibweisen an. Das muss ich gucken. Das ist hier die Formel, genau. Also hier auf, gehe ich auf Formel, tue dann nur die Formeln kopieren. Ja, warum habe ich die Formatierung nicht mitgenommen? Weil er mir unter Umständen dann hier das Ganze wieder fett gemacht hätte. Jetzt gehe ich hier wieder rein. Dann wieder auf Benutzer definiert. Wähle hier Quadratmeter. Und hier Benutzer definiert. Und wähle hier Meter. So, check das Ganze nochmal. Das sieht 3,92, 9,63, das passt. Ja, kommen wir jetzt zu den Summen. Hier gehen Sie folgendermaßen vor. Jetzt können wir sagen, wenn ich das Ganze aufsummieren will, könnte ich das Folgendes machen. Mit dem Wissen, was wir bisher gelernt haben, können wir jetzt sagen, also ist gleich das, das plus dem plus dem plus dem plus
dem. Enter würde funktionieren. Kommt das Richtige raus? Ja. Und die Formel könnte ich jetzt hier nach hier drüben kopieren. Hier ohne Formatierung. Hier noch die Einheiten hinzufügen und so weiter. Wobei Sie sehen, man kommt immer ganz gut, wenn man diese Formatierung der Einheit mit einmal zum Schluss macht. Ja, nicht wie ich es immer so zwischendurch, weil da muss ich immer jeweils die Zellenbereiche immer doppelt anwählen. Ja, günstiger wäre es, die Einheitenformatierung einmal zum Schluss zu machen, indem man hier einfach sich die Zellen auswählt, die halt Meter bekommen sollen. Das ist diese. Mit der Steuerungstaste kann man verschiedene Zellbereiche auswählen. Diese und diese. Und dann geht man hier rein und sagt hier, okay, ihr seid Meter. Ja, das wäre dann quasi ein Aufwasch und dann nicht, wie ich es die ganze Zeit gemacht habe, immer wieder neu. Ja, kostet immer sinnlos Zeit. Und hier bei Quadratmeter würde man dann einfach hier das und das wählen. Aufpassen, hier wieder mit Steuerungstaste arbeiten. Und hier sagen, ihr seid Quadratmeter. Ja, aber haben schon wertvolle Zeit gespart. Und dann ist es ein Aufwasch. Ja, so können wir das machen. Ist allerdings wieder, um unser Ausgangsbeispiel zurückzukommen, hätten Sie jetzt hier 100 Räume, wäre das natürlich sehr, sehr mühsam und wiederum fehleranfällig. Deswegen gibt es eine elegantere Methode. Löscht das nochmal raus, indem Sie einfach hier die Autosumme wählen. Ja, ich werde in der nächsten Lektion nochmal auf das Thema Funktion ganz explizit eingehen. Hier in dem Fall nur so weit, ein bisschen grundlegend, da wir hier die Autosumme kennen, gehen einfach hier auf Autosumme und er tut einfach dann den nächstliegenden Zellbereich automatisch aufsummieren. Er zeigt das hier in diesem Kästchen an, in diesem Rahmen. Ja, sehen Sie hier, dass der Zellbereich von F7, also F7, also von dieser Zelle bis zu F11, also F11 wäre dann hier bis zu dieser Zelle. Wenn das nicht funktioniert, können Sie das auch numerisch hier nochmal anders eingeben. Zum Beispiel können Sie ja sagen F6, ja, dann wird das quasi noch größer, ja, oder F8 wird das kleiner. Ja. Oder Sie können es aber hier so größer mit der Maus das Ganze größer und kleiner machen. Ja. Also F7 bis F10, ja, einfach hier nochmal reingeklickt. Zellbereich, hier ist jetzt noch ein Fehler, hier einfach können Sie es auch größer machen und so können Sie den Zellbereich auch anpassen. Und diese Methode ist interessant, wenn Sie dann wirklich sehr viele Zellen aufsummieren müssen, dann ist diese Summe günstig. Im Übrigen ist ja so, wir haben ja gesehen, er hat den Zellbereich eh automatisch richtig erkannt. Ja, machst du mal hier drüben, geh jetzt hier rein, geh auf Autosumme. Sie sehen jetzt hier an der Vorschau, das passt eh, G7 bis G11, muss eigentlich gar nichts ändern hier in unserem speziellen Fall. Geh auf Enter, fertig, mach dasselbe hier, Autosumme. Kontrolliere das nochmal, okay, das möchte ich aufsummieren. Gehe wieder auf OK. Ja, wieder Autosumme, Vorschau passt. Und last but not least, jetzt aufpassen, jetzt keine Autosumme machen, weil ich möchte ja nur die beiden Zwischensummen aufsummieren, nämlich also die Zelle F12 und F20. Ja, wenn ich Autosumme machen würde, hätte ich das Ganze jetzt unter Umständen hier doppelt. Ja, oder zumindest nur das. Ja, und. Oder Sie machen halt Autosumme und geben das so ein, das geht auch. Ja, dann hätten Sie nur diese beiden Zellen, zum Beispiel mit der Steuerungstaste gemacht. Ich zeige es nochmal. Ich auf Escape, klicke hier unten rein, sage jetzt hier Autosumme. Dadurch, dass hier, er springt einfach in diesen Bereich hier rein. Und jetzt tue ich mit der Steuerungstaste auf diese Zwischensumme, die ist ja okay. Und mit der Steuerungstaste füge ich diese nochmal hinzu. Jetzt habe ich hier keinen Doppelpunkt dazwischen stehen, sondern ein Semikolon. Und das bedeutet, summiere einfach die zwei Zellen auf. Ja. Und gehe auf OK. Das ist 109 ungefähr, das passt. Oder Sie machen das, in dem Fall, dass nur zwei Zellen sind, brauchen Sie eigentlich keine Autosumme. Da können Sie einfach sagen, ist gleich das plus dem. Fertig. Ja, so geht's auch. Ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit, wie Sie das Ganze lösen können. So, jetzt haben wir die Berechnung durchgeführt. Das passt soweit. Und ja. Jetzt noch, bevor wir zum Diagramm kommen, noch ein letzter Punkt, weniger zur Berechnung, sondern wie können Sie Ihre Berechnung in Anführungsstrichen idiotensicher machen? Wenn ich zum Beispiel jetzt hier einen Text eingeben würde. Ich meine, jemand hat keine Ahnung, da gibt meinetwegen jetzt hier 1,5 Meter ein. 1,5 Meter, also 1,5 m. Bekomme ich hier eine Fehlermeldung. Warum? Hatte ich schon erwähnt gehabt. Excel kann mit dieser Eingabe nichts anfangen. Das ist für ihn keine Zahl. Er versteht das nicht und deswegen sagt er hier Wert. Er kann damit nicht rechnen. Ja, oder jemand, gehen wir auf rückgängig, kommt auf die Idee aus irgendeinem Grund und gibt dir meinetwegen minus
5 Meter ein. Tippfehler oder so, dann kriegen wir auf einmal hier einen Minuswert und das wollen wir deswegen auch verhindern. Ja, weil normalerweise in der Länge kann nicht negativ sein. Ja, kann auch nicht 0 sein, theoretisch. Ja, also hier zum Beispiel eine 0 eingeben. Ja, genauso im Käse. Klar, es fällt dann sofort auf, man kann wahrscheinlich das korrigieren, aber stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt hier 100 Räume und die Werte werden vielleicht automatisch eingelesen oder so, dann kann es durchaus passieren, dass der Fehler nicht auffällt. Ja, wie kann man sowas verhindern? Wie kann man sicherstellen, dass wirklich nur plausible Werte hier eingegeben werden? Das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Gehen wir mal auf rückgängig. Und Sie markieren sich einfach die Zellbereiche der Eingabe, also die grau dargestellten Zellbereiche, ja, wo Sie halt die Eingabe kontrollieren wollen. Ich fange jetzt hier mal mit dem Bereich an, Steuerungstaste und erweitere das nach hier unten. Gehe jetzt hier auf Daten und dann auf Datenüberprüfung. Ja, jetzt geht das Feld hier auf. Ich tue mal wieder die Lupe einschalten. So. Und hier aktuell ist jetzt einfach voreingestellt. Aktuell wird jeder Wert zugelassen. Haben wir gesehen, ich kann da Texte eingeben, ich kann da negative Zahlen eingeben. Das ist quasi Standardeinstellung. Alles wird zugelassen. Das wollen wir im Prinzip nicht. Deswegen können wir jetzt sagen, na, ich möchte hier zum Beispiel nur ganze Zahlen akzeptieren. Das ist zum Beispiel interessant bei Stückzahlen. Zum Beispiel bei unserer Fensterliste, bei der Übung 2, da geht es quasi um die Stückzahl. Da macht es zum Beispiel Sinn, dass sagen, okay, ein halbes Fenster gibt, das gibt es nicht, macht keinen Sinn. Da kann ich vielleicht nur ganze Zahlen akzeptieren. Oder Sie sagen, ich möchte Dezimalzahlen haben und können das noch weiter mit Liste, Datum, Zeit und so weiter. Ich gehe mal hier auf Dezimalzahl. Und jetzt kann ich zum Beispiel das Ganze ein bisschen eingrenzen. Kannst du sagen, okay, ich möchte Werte haben, die größer als 0 sind. Ja, also akzeptiert quasi jetzt nur Zahlen größer 0. Wichtig ist, wenn Sie sowas machen, sollten Sie hier noch eine Eingabemeldung hinzufügen, wo Sie halt den User darauf hinweisen, welche Werte Sie akzeptieren. Dann schreiben Sie einfach jetzt hier rein, der Titel wäre jetzt zum Beispiel Raum, ich glaube, das war die Raumlänge. Und dann schreiben Sie einfach jetzt hier so eine Meldung rein, geben Sie die Raumlänge als eine Dezimalzahl größer 0 ein. Punkt. Ah, ich finde noch ein Leerzeichen. So. Ja, ich weise quasi auch den User darauf hin, was ich hier erwarte von ihm, weil Sie müssen damit rechnen, dass eventuell manche Leute nicht so die Excel-Erfahrung haben. Und wenn Sie das einfach nur einschränken, dann kann es sein, dass Sie dann nicht damit klarkommen, Sie dann anrufen müssen und fragen, was da los ist. Mit so einer Eingabemeldung können Sie das Problem abfangen. Ja, das kopiere ich mir, diesen Text, gehe auf Steuerung C. Jetzt Fehlermeldung. Was passiert, wenn eine ungültige Eingabe erfolgt? Was wollen Sie da machen? Stopp heißt, Excel lässt das einfach nicht zu. Ja, das werden wir dann gleich zeigen. Sie können das zulassen und eine Warnung ausgeben oder halt eine Information. Ja, Information wäre es einfach nur, eine Warnung wäre es quasi, wie soll ich sagen, Information wäre einfach nur eine Info. Okay, zum Beispiel keine gute Idee. Ja, allerdings ohne, dass das irgendwie schlimm ist. Ja, in unserem Fall weiß ich nicht, ob das jetzt Sinn macht, aber das wäre zum Beispiel eine Information. Eine Warnung wäre, Sie würden das zulassen, aber er warnt Sie quasi mit erhobenem Zeigefinger. Ja, macht das nicht, aber ich kann nichts dagegen tun. Ja. Und Stopp wäre jetzt, dass er wirklich das auch verhindert und sagt, okay, ich lasse es einfach nicht zu, ungültige Werte können nicht eingegeben werden. Ja. Das können Sie hier quasi steuern. Ich nehme jetzt eben die Stopp-Option und schreibe jetzt hier oben rein als Titel Fehlermeldung oder ungültige Eingabe ist mein Titel, ungültige Eingabe. Und wiederhole jetzt einfach hier, für den Fall, dass gleich überlesen wurde, hier meine Meldung von vorher. Mache meinetwegen noch ein Ausrufezeichen dahinter. Ja. So. Und wiederhole einfach nochmal, sagen, geben Sie die Raumlänge als eine Dezimalzahl größer 0 ein. Ja, oftmals ist es so, man guckt da nicht so genau hin. Jetzt kommt aber diese Stopp. Und dann gucke ich halt genau hin und sehe dann, aha, okay, das wird hier verlangt. Gehe jetzt auf OK. Probieren wir das Ganze aus. Ja. Jetzt tun wir die Lupe wieder ausschalten. Also wieder auf 100%. Und gehe jetzt mal jetzt hier ein, zum Beispiel eine Zahl kleiner 0, also minus 5. Ja, jetzt kommt hier diese Meldung. Ich kann im Prinzip jetzt nur abbrechen oder die Eingabe wiederholen. Ja, aber Sie sehen, er lässt das nicht zu. Geht auf den Ausgangswert zurück. Mach ich mal die 0, würde auch nicht akzeptieren. Ja, geht auch wieder. Gehe auf Abbrechen. Gehe mal einen Text ein. Dasselbe. Ja, lässt da auch nicht zu. Ich kann also hier nur Werte größer 0 eingeben, also 1,9. Das macht er. Ja, da passiert auch nichts. Hier sehen Sie übrigens jetzt nochmal meine Meldung. Wenn ich hier reinklicke, ja, kommt hier dieser Text. Ja, und wenn Sie hier
eine negative Zahl eingebe, also ungültigen Wert, dann erscheint hier auch nochmal unser Text. Hier einfach der Titel und dann hier nochmal der Text, was dann passiert. Ja, wenn Sie jetzt das Ganze hier auf die Breite, im Prinzip ist die Gültigkeitsprüfung gleich. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist eigentlich nur der Text. Ja, dann können wir auch Folgendes machen. Wir können auch nur die Gültigkeitsprüfung kopieren und dann abändern. Ich gehe einfach mal hier rein, gehe jetzt hier auf rechte Maustaste, auf Kopieren, markiere jetzt hier die Bereiche, wo ich das hinhaben möchte. Gehe jetzt hier auf rechte Maustaste, Inhalte einfügen und sage, ich möchte nur die Gültigkeit kopieren. Gehe auf OK. Und jetzt haben Sie die Gültigkeit auch hier, allerdings stimmt es die Raumlänge nicht, das ist die Raumbreite. Also markiere ich den Bereich hier nochmal, gehe dann auf Daten. Datenüberprüfung, Gültigkeit, also hier, und du einfach hier die Raumlänge in Raumbreite ändern. Hier oben auch nochmal Raumbreite. Und der Rest ist ja hier oben auch nochmal die Raumbreite. Ja, Sie hätten theoretisch auch eine Eingabemeldung und Überschriften oder Titel wählen können, die jetzt allgemeingültig sind, um jetzt nicht zwei verschiedene Gültigkeitsprüfungen einstellen zu müssen. Ja, aber okay. Also Raumbreite, Raumbreite und hier auch nochmal Raumbreite. Gehe auf OK. Und jetzt haben wir hier Raumbreite und hier Raumlänge. So. Ja, wenn das Formular soweit fertig ist, ja, bis auf die Diagramme ist jetzt einmal alles fertig, können Sie jetzt hier auch das Formular schützen, dass im Prinzip die Leute nur hier die Daten eingeben können, aber hier halt an die Formel gar nicht mehr rankommen. Ja. Das möchte ich auch noch kurz zeigen, wie das geht. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor. Sie markieren sich momentan alles. Das geht ganz einfach hier oben draufklicken. Jetzt ist hier alles markiert. Dann gehen Sie hier auf rechte Maustaste, dann auf Zahlen format nee. Ja, Zahlen formatieren. Ja, oder ist mir egal, wo Sie da hingehen. Dann gehen Sie hier auf Schutz und aktivieren überall gesperrt. Jetzt quasi alles gesperrt. Ja. Gehe auf OK. Und hier, jetzt tue ich quasi alle Zellen nochmal auswählen, die ich nicht sperren möchte. Das sind quasi alle Eingabezellen. Also hier, diese, diese. Weil in der Regel sind die Zellen, die Sie nicht sperren wollen, halt kleiner. Ja, so, so, von mir aus das hier auch noch. Ja, je nachdem, wie Sie es sehen. Ja, man könnte auch sagen, ich tue meinetwegen jetzt nur die Zellen, tue meinetwegen alles freilassen und sperre halt nur die Zellen mit der Berechnung. Wäre auch ein denkbarer Weg. Ja, jetzt ist es so, dass ich wirklich das gesamte Tabellenblatt sperre und nur die Zellen freigebe, die, ich habe gerade einen Fehler gemacht, sehe ich gerade, wo ich wirklich was eingeben will. Das sind quasi hier. Die Zellen, machst du mal richtig. Mit der Steuerungstaste, immer die Steuerungstaste gedrückt halten, die Zellen. Und von mir aus noch die Anmerkung. Da gebe ich was ein. Und hier oben. Ansonsten wird dort alles gesperrt sein. So, jetzt gehe ich wieder auf Start. Kannst auch hier reingehen, hier auf Zahl oder so. Und hier auf Schutz und sage hier gesperrt raus. Das heißt, die Zellen sind jetzt nicht gesperrt. Sie haben quasi voreingestellt. Für den Fall, dass Sie den Blattschutz aktivieren, was soll dann gesperrt sein und was soll nicht gesperrt sein? Im Übrigen hätten Sie noch eine Gültigkeit einfügen können. Ja, hier oben machen wir dann gleich noch. So, gehen wir jetzt noch zum Korrektur, auf den Korrekturfaktor ein. Wo ist meine Maus? Dann müssen wir noch die Gültigkeit hier noch aktivieren. Die habe ich noch vergessen. Machen wir die vielleicht noch schnell. Gehen wir hier auf. Kopieren wir uns die einfach von hier, um dann nicht neu eingeben zu müssen. Gehen ja auf Kopieren. Dann sagt man hier rechte Maustaste, Inhalte einfügen. Möchte nur die Gültigkeit kopieren. Jetzt haben wir schon mal eine Gültigkeit drin. Die passt natürlich nie. Wir müssen jetzt noch anpassen. Gehen also jetzt hier oben auf Daten, dann auf Datenüberprüfung und hier auf Datenüberprüfung. Und gehen erstmal vorne rein. Bei unserem Korrekturfaktor sagt man einfach, das ist eine Dezimalzahl. Na doch, größer 0 ist eigentlich auch okay. Ja. Sollte eigentlich auch funktionieren, aber Minus tun wir halt nicht zulassen. Ist natürlich Ihnen überlassen, wie Sie das dann einstellen wollen. Das wäre jetzt der Korrekturfaktor. Den tun wir gleich mal kopieren und hier unten noch mit reinschmeißen. Und hier auch.
und gehen auf OK. Jetzt haben wir ja auch nochmal eine Korrektur, eine Datenüberprüfung drin und lassen quasi auch hier nur gültige Werte zu, beziehungsweise plausible Werte. Ja, wie kann man den Blattschutz nur aktivieren? Dazu geht man hier auf, boah, muss ich überlegen, wo war das? Brauche ihn selten. Hier, ich glaube, überprüfen. Genau, überprüfen. Hier Blattschützen oder Arbeitsmappe schützen. Sie sehen ja, die Arbeitsmappe bzw. unsere Excel-Datei besteht ja aus mehreren Tabellenblättern oder auch Blätter kurz genannt, also Blattschutz. Und wenn Sie das Übung 1 aktiviert haben und sagen hier Blatt schützen, dann würden Sie jetzt nur dieses aktuelle Tabellenblatt Übung 1 schützen, die anderen werden Sie ungeschützt. Ja? Wenn Sie hier auf Arbeitsmappe schützen gehen würden, dann würden Sie die gesamte Arbeitsmappe auf einmal schützen. Ja? Ich mache jetzt hier noch einen Blattschutz, gehe also hier auf Blatt schützen. Hier gehen Sie jetzt ein Passwort ein. Das ich jetzt, komme jetzt wirklich auch bewusst weglassen, kann auch simulieren. Ohne ein Passwort macht es natürlich wenig Sinn, ja, aber theoretisch würden Sie ein Passwort eingeben. Ganz wichtig, in der Prüfung, ja, oder in irgendwelchen Projekten, bitte keinen Schutz aktivieren, was jetzt mich betrifft, weil ich dann im Prinzip das nicht mehr kontrollieren kann. Ja. Das ist jetzt nur für die Praxis später. Und auch Ihnen würde ich empfehlen, sollten Sie diese Option verwenden in der Praxis, machen Sie das nie mit dem Original. Dann stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie haben meinetwegen jetzt ein doch sehr komplexes MATCAD, sage ich schon, Excel-Datei erstellt, ja, mit einem Haufen Formularen und ziemlich komplex. Ja, und jetzt kommen Sie auf die Idee, das zu schützen. Das Ding ist meinetwegen jetzt 5 Jahre im Einsatz und nach 5 Jahren möchte irgendeiner was ändern. Und dann kann es passieren, Sie haben nach 5 Jahren das Passwort vergessen. Ja, und dann geht der Zirkus los. Wie komme ich jetzt wieder an mein Passwort ran? Deswegen würde ich Ihnen empfehlen, sollten Sie überhaupt diese Option verwenden, machen Sie das nur mit der Kopie. Das heißt, das Original würde ich an Ihrer Stelle an einem sicheren Ort ungeschützt verwahren. Und die Kopie, die Sie meinetwegen dann in Umlauf bringen, mit der dann die Leute arbeiten, die ist dann geschützt. Und für den Fall, dass dann doch irgendwelche Änderungswünsche kommen, dann können Sie immer noch an Ihrem Original arbeiten, ohne dass Sie irgendein Passwort merken müssen. Und können dann dieses Original dann wieder geschützt meinetwegen wieder in Umlauf bringen. Aber ich würde davon abraten, da irgendwelche Originaldateien mit so einem Schutz zu belegen, also mit einem richtigen Passwortschutz, um der Gefahr, weil sie dann Gefahr laufen, dass sie dann unter Umständen das Passwort vergessen und dann an diese Dateien dann nicht mehr rankommen, um da irgendwas zu ändern. Und da kann dann unter Umständen doch eine mehrmonatige Arbeit oder so dann auf einmal dahin sein. Ja, durch unnötige Schutzgeschichten. Ja, deswegen achte darauf, das nicht zu überstrapazieren, diese Option nicht sinnlos einzusetzen. Ja, Blatt schützen, jetzt können Sie mal Passwort eingeben, ich lasse mal Passwort mal weg, es geht auch so, um das Simulationszwecken, kann man es auch ohne Passwort machen. Ja, gesperrte Zellen auswählen, das haben wir eh schon gemacht, die kann man halt auswählen, die gesperrten Zellen. Nicht gesperrte Zellen kann man auch auswählen, jetzt kann man hier noch einstellen, was darf man, was darf man nicht. Ja, das können Sie aktivieren. Lass das ja mal so stehen, gehe auf OK, jetzt zeige ich, was hier passiert. Jetzt ist das Blatt quasi geschützt. Den Blattschutz aufheben, das könnte ich wieder aufheben. Und jetzt kann ich quasi hier rein, kann hier andere Werte eingeben, aber hier komme ich zum Beispiel, hier oben kann ich nichts mehr eingeben. Ja, sehen Sie hier, Blatt ist geschützt. Ja, ich kann auch hier nichts machen. Ich kann es auswählen und hier reingucken. Ja, das geht schon, aber ich kann hier nichts eingeben. Sobald ich versuche, irgendwas einzugeben, sehen Sie hier, da kommt diese Meldung, dass das geschützt ist. Also nur in diesen Zellen, wo ich vorhin gesagt habe, die sollen nicht geschützt sein, kann ich hier Werte eingeben. Hier habe ich allerdings meine Gültigkeitsprüfung und die sorgt halt dafür, dass die Werte auch gültig sind. Ja, also durch solche Geschichten wie Gültigkeitsprüfung, dann den Blattschutz und so weiter, können Sie in Anführungsstrichen nahezu idiotensichere Formulare erstellen, die halt dann doch relativ stabil laufen, ohne dass Sie jetzt groß immer wieder da eingreifen müssen. Wenn diese Formulare im Umlauf sind. Sie können den Blattschutz auch wieder aufheben. Ich mache das hier einfach mal, weil das dann schon nervig ist. Gehe auf Blattschutz aufheben. Sehen, normalerweise würde mich das nach dem Passwort fragen, um den Blattschutz aufzuheben. Dadurch, dass ich kein Passwort vergeben habe, blieb diese Frage nach dem Passwort jetzt aus und ich konnte es einfach so wieder aufheben. Jetzt kann ich hier wieder jederzeit eingreifen, wie Sie sehen. So, last but not least noch zu den Diagrammen. Das wollen wir jetzt das Ganze mal in so einem Tortendiagramm darstellen. Und da gibt es zwei Varianten, wie man das mehr oder weniger machen kann. Das eine ist die Quick and Dirty Variante. Die geht so: Sie wählen sich zunächst die Datensätze aus, die Sie im Diagramm darstellen wollen. Ja, im Tortendiagramm haben wir einmal die Werte selber, ja, für die Fläche und dann noch die Beschriftung der Räume dazu.
Das mal kurz demonstrieren will. Also aus, ich gehe jetzt hier auf Raumbeschriftung, markiere das. Jetzt die Steuerungstaste drücken, markiere hier die Fläche, gehe dann auf Einfügen. Diagramm ist hier. Hier haben Sie die Diagramme, dann gehe ich hier unten, hier sehen Sie die Truppendiagramme, gehe jetzt hier rein, suche mir jetzt hier eins aus und dann sehen Sie dann schon hier die Vorschau, wie das aussieht und wenn das passt, gehen Sie hier auf OK, also klicken einfach drauf und wenn Sie das Diagramm haben, dann können jetzt hier diese, kommen jetzt diese Registerkarten hinzu und hier können Sie jetzt verschiedene Vorlagen auswählen, ja, die Ihnen jetzt hier zusagen. Sie sehen, da ist schon einiges Ihnen da abgenommen, Sie können den Titel noch ändern, zum Beispiel hier oben einfach reinklicken. Diagramm Titel und sagen dann hier EG Raumflächen. Ja, Sie sehen hier dann über diese vorgefertigten Diagrammvorlagen haben Sie im Prinzip schon entsprechende Layouts. Ansonsten, wenn das nicht passt, können Sie hier auf Plus gehen und hier Dinge an- und ausklemmen, zum Beispiel Legende, ja, dann Diagrammbeschriftung. Ja, können Sie aktivieren oder Diagramm Titel. Sie können hier unter Format hier auch noch rumspielen, möchte nicht dafür, hier werde ich es nur andeuten, hier zum Beispiel die Füllung anders setzen, ja, oder hier komplett rausnehmen, keine Füllung ist transparent, etc. Sie können hier einen Rahmen noch vorsehen, Sie können hier das auch nochmal anklicken und dann verschieben. Auch hier, wenn Sie die Beschriftung haben, können Sie die hier anklicken und einfach rausschieben. Ja, und hier dann hinten ransetzen, so zum Beispiel. So. Und hier den Titel habe ich jetzt wieder auch gelöscht. Also hier hat man gesagt EG Raumflächen. So. Und das Diagramm ist fertig. Im Übrigen ist es mir wichtig in der Prüfung, dass das Diagramm vollständig ist. Ja, also ich check zum Beispiel, ist der richtige Diagrammtyp gewählt. Dabei ist es mir allerdings egal. Ich zeige es hier nochmal, ob das Tortendiagramm, machen wir das hier einfügen. Ob das jetzt in 3D ist oder so, ist mir egal. Hauptsache, es ist ein Tortendiagramm. Es muss halt passend sein, von der Aussage her. Aber es wäre für mich genauso gut, wenn es jetzt halt 3D oder 2D wäre, wäre mir eigentlich im Prinzip egal. Ja, solange die Aussage immer noch gegeben ist. Dann ist für mich wichtig, ob die Daten richtig zugeordnet sind. Ja, die Datenzuordnung sehen Sie jetzt hier auch wieder hier in der Vorschau. Hier sehen Sie jetzt wieder Ihre Rahmen. Ja, wie wir es auch vorhin bei der Berechnung schon hatten. Die können Sie theoretisch jetzt hier ändern. Ja, beim Beispiel jetzt hier einfach auf Meter. So ist es entsprechend hier ändern. Sie können das aber auch hier, das zeige ich dann später noch, das auch nochmal manuell machen. Ich glaube, hier sind die Daten, oder? Hier ist Diagrammfilter. Hier sind die Diagrammvorlagen. Also die Diagrammdaten finden Sie auch hier Entwurf. Hier Daten auswählen. Hier können Sie es auch nochmal entsprechend einstellen. Die Daten richtig zugeordnet sind und ob es vollständig ist. Das heißt, ob hier eine Legende dabei ist, ein Titel, von mir aus auch noch hier die Wertbeschriftung. Ja. Also die drei Sachen, sind es drei Sachen gewesen, als Diagrammtyp, dann Datenzuordnung und die Vollständigkeit, ja, was ich bewerte. Ja. Der Rest, ob das jetzt hier eine rote Farbe ist hier oder eine grüne oder so, das ist mir egal. Ja. Das spielt keine Rolle in der Prüfung. Ja, das wäre die Click-and-Duty-Variante. Das heißt, Sie wählen die Daten vorher aus und gehen dann auf Diagrammtyp. Das funktioniert bei relativ einfachen Diagrammen ganz gut, diese Variante. Wenn Sie allerdings hier komplexere Diagramme haben, kann es passieren, dass das nicht funktioniert. Ich werde es mal probieren, was jetzt passiert hier bei diesem 3D-Diagramm, weil wir haben ja hier noch, halt abbrechen, hier noch eine weitere Darstellungsart, nämlich dieses hier. Und hier könnte es sein, dass es nicht richtig funktioniert. Und zwar gehen wir hier mal rein, wir markieren uns wieder hier die Beschriftung, dann hier einmal die Fläche und den Umfang in dem Fall. Gehen auf Einfügen, Diagramme und, ach nee, das Kreis hatten wir ja schon. Gehen wir auf 3, hier das. Ja, das, naja, okay. Selbst das macht er eigentlich ganz gut, ja. Aber hier sehen wir schon, die Legende ist nicht richtig, ja. Die sehen wir schon hier unten. Wenn Sie mal schauen, die Legende, die funktioniert nicht mehr so richtig, ja. Also, das passt nicht mehr ganz. Da müssen wir dann zumindest korrigierend eingreifen, wenn wir das schon mit dieser Quick-and-Dirty-Variante machen. Oder ich zeige jetzt Ihnen nochmal, wie man das auch manuell zuordnet, die Daten, ja. Quasi der manuelle Weg, ohne sich jetzt auf die Click-and-Duty-Variante zu verlassen, die zeige ich Ihnen jetzt. Da gehen Sie folgendermaßen vor. Ich schmeiße jetzt mal hier raus. Zoome mich ein bisschen ran, damit Sie das besser sehen. Gehe jetzt hier auf Einfügen. Ich tue einfach jetzt hier eine leere Zelle markieren, sonst nichts. Also wichtig ist, leere Zelle markieren. Gehe dann hier auf
Also hier war es Balkendiagramm, wähle jetzt hier zum Beispiel hier dieses Balkendiagramm aus und werde jetzt hier das Ganze manuell zuordnen. Dazu Diagramm anklicken, gehen hier auf Entwurf und hier Daten auswählen. Dann wollen wir jetzt hier eine Reihe hinzufügen und der Reihenname wäre jetzt hier Fläche. Dann die Reihenwerte wären die Flächen. Gehe auf OK. Und jetzt brauchen wir noch die X-Achse, das wäre quasi die Y-Achse, sind jetzt hier die Flächen, wir brauchen noch die X-Achse, gehen wir auf Bearbeiten und holen uns hier noch die X-Achse rein. Einfach immer hier draufklicken und dann entsprechend mit der gedrückten linken Maustaste das Ganze abfahren. Jetzt sehen wir hier, die erste Reihe ist quasi die Reihe Fläche. Das hat hier diese Werte. Ja, und die X-Achse ist in der Regel natürlich immer gleich. Deswegen genügt das, die einmal einzugeben. Die haben wir hier eingegeben. Das wäre jetzt dieser Bereich. So, fügen wir noch eine weitere Reihe hinzu. Ich tue mal vielleicht nochmal kurz das Diagramm einblenden. Hier unten sehen Sie jetzt, das passt auch jetzt hier von der Beschriftung her. Jetzt tun wir noch eine weitere Reihe hinzufügen, gehe jetzt hier drauf, dann auf Daten auswählen, sage jetzt noch Reihe hinzufügen. Der Reihenname wäre jetzt hier Umfang und die Reihenwerte wäre hier, aufpassen, hier unten rauszulöschen. Ich lösche das wirklich raus, also manche machen den Fehler. Die gehen hier auf Hinzufügen, dann Reihenname, das ist ja leer, das passt. Dann klicke ich hier oben rein auf Umfang und jetzt klicken Sie einfach dahinter. Löschen das nicht raus, klicken einfach hier dahinter und fügen jetzt das ein. Und das kriege ich hier diese Fehlermeldung. Ja, Sie wissen, dass vorher kommt, weil haben Sie nämlich dieses 1 plus. Ja, das ist fast nicht. Also einfach das komplett rauslöschen hier. Und jetzt, wenn es leer ist, das Feld, dann klicken Sie jetzt hier mit der gedrückten linken Maustaste hier diesen Bereich ab. Das sind hier meine Reihenwerte. Ja, für den Umfang. Gehe auf OK. Check die Vorschau. Kann ich leider hier nicht. Kann ich hier runter? Ne, komme ich nicht. Aber ich kann das hier ein bisschen schieben. Komme ich dann runter? Ja, komme ich auch nicht. Okay, sich nie irritieren lassen, ja, dass hier 1, 2, 3, 4, 5 steht, er übernimmt normalerweise immer das hier von der ersten Sache, ja, das hier hinten ist einfach nur, weiß auch nicht, warum wir das so gemacht haben, ja. Wenn Sie einmal das eingegeben haben, die X-Achse brauchen, das kein zweites Mal machen, ja, das funktioniert auch so. Und jetzt sehen Sie hier, das wäre jetzt hier mein Diagramm. Ich muss natürlich dazu sagen, das ist natürlich nicht sauber, ja, weil wir normalerweise hier, hier Äpfel mit Birnen zusammenschmeißen, ja, weil Umfang ist Meter und Fläche ist Quadratmeter. Hier bräuchte man normalerweise noch eine zweite Y-Achse. Ja, das könnte man noch machen. Ja, das Problem ist nur mit dieser zweiten, mit der Sekundärachse und mit der zweiten Y-Achse, dass das meines Wissens mit dieser Darstellung dann nicht funktioniert. Beziehungsweise, wenn jemand eine Idee hat, wie das geht, schreibt es in die Kommentare oder meldet sich bei mir. Ganz kurz noch angedeutet, wie man das machen würde mit der zweiten Y-Achse, auch Sekundarachse genannt. Das ist aktuell unsere Primärachse. Dazu gehen Sie einfach hier auf das Diagramm, rechte Maustaste, sagen hier Diagrammtyp ändern. Wir haben jetzt hier diesen Typ, der kann man momentan nicht viel einstellen bezüglich zweiter Achse. Ich kann allerdings hier auf Verbund gehen, da kann ich quasi verschiedene Diagrammtypen miteinander kombinieren und könnte natürlich jetzt hier den Umfang so als Liniendiagramm drüber bringen lassen und jetzt hier sagen Sekundärachse. Wäre jetzt hier der Umfang, hier ist quasi unser Umfang, dann sehen wir hier einen Meter, hier einen Quadratmeter. Wäre eine Variante, was ich allerdings meines Wissens nicht hingekriegt habe bisher, ist zu sagen, ich mache hier jetzt so eine gruppierte Säule, dann tue das quasi aufsummieren. Ja, ist natürlich auch blöd, weil dann sehe ich es quasi jetzt, nur hier ist der Umfang halt größer, aber das ist halt, aber ich bin jetzt auch nicht der große Experte für Excel-Diagramme. Ja, vielleicht gibt es da auch noch einen Trick, wie das geht. Ansonsten, wenn Sie das interessiert, ja, wie man hier zwei Y-Achsen machen kann, dann ist das hier wäre das hier der Weg. Allerdings habe ich jetzt diese Darstellungsform bisher noch nicht hinbekommen mit der zweiten Y-Achse. Bin aber gerne für Vorschläge bereit. Wenn einer weiß, wie es geht, dann bitte lasst mich das wissen. Ja, so viel zu dieser Übung. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts vergessen zu zeigen. Wir haben jetzt hier Einheit haben wir gemacht, Gültigkeit, Bereiche sperren haben wir auch gemacht, Arbeitsplatzschutz haben wir auch gemacht, einfache Datenoperation haben wir auch gemacht hier oben. Dann einfache Built-in-Funktion, das war die Summe, haben wir auch gemacht. Tabellenkalkulation, relative absolute Zellenbezug, haben wir auch gemacht. Das war das mit dem Fixieren. Ja, hier mit diesen Dollarzeichen, das war der absolute und relative Zellbezug. Und Erstellen und Formatieren von Diagrammen haben wir uns auch angeschaut. Ja, ich denke, mit dieser Übung bin ich jetzt fertig und hoffe, Sie konnten mir soweit folgen.